Am Abend des 24. August luden die Bezirksblätter Salzburg im Zuge eines Gewinnspiels 13 Kulturinteressierte zu einer Privatführung ins Salzburger Domquartier ein. Geleitet wurde die Gruppe von keinem Geringeren als Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Gemeinsam erkundeten sie auf insgesamt 15.000 Quadratmetern 1300 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte. Vom Landeshauptmann persönlich erfuhren die Besucher viel interessantes Hintergrundwissen, vor allem aber auch über den Umbau und die Zusammenlegung der Galerien zum Domquartier. Da kam die Idee auf, wir führen das, was eine Einheit war, wieder zusammen, denn diese Einheit ist verloren gegangen. Rolf Dietrich, der von 1593 bis 1612 regiert hat, ja. Der eigentlich in wenigen Jahren, das waren ja alles Bürgerhäuser hier. Die Fassaden aufeinander abgestimmt und das war ein ziemlich schwieriges Unterfangen, weil dieser Gebäudetrakt da drüben hat dem Stift St. Peter gehört und die wollten unter keinen Umständen, dass ihnen der Erzbischof was vorbaut. Das ist nämlich praktisch eine Schwindelfassade, dahinter gibt es nur eine Gangbreite und dann beginnt eigentlich das eigentliche Gebäude. Neue Ausstellungen geben den richtigen Impuls, Neues zu entdecken und machen Lust auf mehr. Derzeit noch zu sehen, die Kleider der Buhlschaft des Jedermann. Die textilen Prunkstücke entstehen in den Werkstätten der Salzburger Festspiele und dokumentieren ein Stück Festspielgeschichte. Das Domquartier zählt mittlerweile zu den Top 11 Sehenswürdigkeiten im Salzburger Land.